möchte ich euch herzlich begrüßen zu unserem Webinar Lifecycle NAV 2013, 15, 16, wo hier als Dreis geht. Und ja, herzlichen Dank für das Interesse. Es ist schön, dass so viele Teilnehmer mit dabei sind. Und ich freue mich heute, durch das Thema dürfen zu moderieren und ein paar Sachen zu erzählen. Bevor wir starten, vielleicht, wie gesagt, dass wir die Frommen wird Mikrofon ausschalten. Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie können die Präsentation im Nachgang über per Mail und auch das Video dazu oder den Link dazu. Und Fragen würden wir am Schluss beantworten. Oder Sie können da via Chat, wie Sie rechts unten da sehen, eigentlich Fragen hineinschreiben während der Präsentation. Gut, für Sie heute anwesend, der Martin Gabriel. Er ist Projektleitung und ist Mitglied vom Produktmanagement für Business Central von der neuesten Version. Dann der Michi Kuhn, der bereits die Leitung gemacht hat. Er ist bei uns verantwortlich für das Marketing und Digital Business Development. Meine Wenigkeit, ich bin im Bereich Verkauf und Bestandeskundenbetreuung und etwas über 20 Jahre mit dabei. Und es ist mega toll, dass so viele Kunden dabei sind, die ich persönlich auch kenne. Dann kurz zur Agenda. Begrüßung und Einleitung haben wir schon gemacht. Dann möchten wir gerne gerade einsteigen ins Hauptthema, so die History, die Roadmap von NAV zum Business Central. Dann etwas, so 6 Gründe, die für ein Upgrade sprechen, wo aus unserer Sicht ist. Dann ganz wichtig, von Martin Gabriel hören wir etwas aus Erfahrung von bestehenden Kunden, wo wir Upgrade-Projekte gemacht haben, oder auch von Neueinführungen von Projekten. Einfach unsere ersten Erfahrungen, die wir gerne mit Ihnen würden teilen und Ihnen würden weitergeben. Gut, starten wir doch gerade. Kurz noch etwas zur History. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen das, weil ich weiß, dass auch viele langjährige Kunden mit dabei sind in unserem Webinar heute. Ich habe den Zeitstrahl da jetzt nur auf 2009 gesetzt. NAV geht natürlich viel weiter zurück. Ursprünglich ist es eigentlich 1984 mit Navision entstanden ist. Und im Jahr 2002 ist es nachher übernommen worden von der Microsoft. Aber bis 2002 ist eigentlich das Word, wie man sieht im Titel oben, Navision eigentlich noch ein eigenständiger Markenbrände so auch gesehen. Und dann von Navision ist Navision Attain geworden, dann NAV geworden, dann Microsoft Dynamics NAV und neu, der neueste Brand, aber der neueste Name heißt eigentlich Microsoft Dynamics 365 Business Central. Das ist eigentlich die aktuellste Version, die es gibt. Gut. Ich habe mir erlaubt, da vielleicht kurz einen Rückblick zu machen. Was hat Microsoft vor 12 Jahren präsentiert? Also vor 12 Jahren war das die Roadmap gewesen, wo Microsoft NAV eigentlich gesagt hat, wie geht es weiter? Also mit NAV 2009 bis 13, 16, 17. Und ich darf wirklich sagen, das meiste von dem ist eigentlich auch so umgesetzt worden. Die Versionen hat es so gegeben. Man sieht rechts zu Unterstunden noch Azure-Integration. Da werden wir dann nachher noch etwas dazu hören. Aber einfach um die Entwicklung zu sehen, und vielleicht auch zu sagen, NAV 2009 war eigentlich die erste Version mit der 3-Tier-Architektur. Gut, aber jetzt schauen wir nicht hinterher, jetzt würden wir gerne ein bisschen vorher schauen. Ich würde gerne zeigen, so ein bisschen den aktuellen Lifecycle. Also Lifecycle heisst noch ein Lebenszyklus. Wie lange wird welche Version, wo wir unsere Kunden im Einsatz haben, vom Hersteller supportet oder auch von Redpoint supportet? Wir haben uns hier erlaubt, eigentlich einen Überblick zu machen, nicht ganz zurück. Wir zeigen Ihnen eigentlich hier von der Version 2009 bis mit BC 14. Wir sehen unten den Zeitstrahl. Auf der linken Seite die Version von den NAV-Versionen. Angefangen mit Navision 2009 und wenn man zu oben das lesen, sieht man den Basissupport, das ist von Microsoft. Wann ist der beendet worden und der verlängerte Support? Der Basissupport beinhaltet eigentlich in diesem Support, tut Microsoft auch gesetzliche Anpassungen, sei das Mehrwertsteuer, vielleicht im Lohn, was früher war, oder gesetzliche Anpassungen oder auch Verbesserungen noch liefern. Und beim verlängerten Support ist eigentlich quasi nur noch so, der minimale Support, der technische Unterstützung, dass es auf dem Betriebssystem läuft, wo dort eigentlich gewährleistet wird.
Und wenn man darauf ein bisschen liest, kann man auch schauen, ob wenn jemand zum Beispiel NFV 2013 im Einsatz hat, sieht man das relativ schon gleich. Oder in Bälde, eigentlich schon im Januar 2023, in rund 7 Monaten, ist eigentlich dann da auch der verlängerte Support beendet. Gut, dann vielleicht noch dazu zu sagen auch, dass wir natürlich auch von Redpoint-Seite unsere Kunden sicher länger unterstützen, also solange wir die Möglichkeit haben. Wir haben aber auch so gewisse Einschränkungen. Wenn natürlich jetzt im Swisseller Anpassungen kommen, tut das quasi der Hersteller nicht mehr supporten. Oder wenn man ein Betriebssystem hat, also wenn jemand jetzt 2013 im Einsatz hat und muss einen neuen Server installieren, dann gibt es einfach gewisse Abhängigkeiten, wo vielleicht ein Server 2021 oder Server 2023 nämlich die Version nicht mehr supportet oder unterstützt. Und ich denke, darum ist sicher, muss man sich schon gut überlegen, wie lange kann ich noch, wie lange will ich noch mit der entsprechenden Version arbeiten. Gut. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das ist eigentlich so ein bisschen die History, so ein bisschen die Lifecycle von den Versionen. Vielleicht hier unten noch vielleicht zu erwähnen, Dynamics 365 Business Central, BC13, BC14 sind sogenannte On-Prem-Versionen, die wir auch im Einsatz haben. Die ist relativ kürzer da. Das ist jetzt eigentlich bis auf 2025 der erweiterte Support. Wenn wir voranschauen, wie ist denn der Lifecycle eigentlich von der SaaS-Welt, also D365 Business Central, dann sieht das wie folgt eigentlich aus. Es gibt eigentlich alle halbe Jahr gibt es eigentlich eine neue Version. Und gestartet hat das Ganze mit den SaaS-Versionen eigentlich im Oktober 2019. Und dann zweitens sind wir ja schon im April 22, also auch Redpoint, haben mit unseren Kunden, die wir betreuen, bereits die 4, die Waves, sagen sie denen quasi, die Major Updates, können mitmachen. Bei dieser Folie ist noch wichtig zu sagen, falls Kunden eigentlich On-Prem-Versionen hätten, was wir nicht supporten, also nicht im Moment nicht unterstützen, hat man eigentlich einen Lifecycle von nur noch rund 18 Monaten. Also man hat eigentlich die ersten 6 Monate plus 12 weitere Monate, wo man die Version von Microsoft quasi supportet wird. Also wenn heute jemand starten würde, im April 2022, müsste er eigentlich im Oktober 2023 dann eigentlich ein Upgrade machen. Aber in der SaaS-Welt ist es eigentlich automatisiert. Also alle unsere Kunden müssen oder machen eigentlich die Updates so, weil ohne die Updates geht es gar nicht in die SaaS-Welt. Wir werden dann nachher von Martin Gabriel noch ein bisschen hören, wie das vielleicht so ein Update überhaupt abläuft oder wie dann eigentlich das umgesetzt wird von dem her. Gut. Unten vielleicht ist auch immer der Link, vielleicht noch der, wo die Datenquelle herkommt, ist, wo Sie dann auch selber können noch zu der Microsoft-Seite schauen. Gut. Ich möchte noch schnell etwas sagen zu der Systemlandschaft im D365 BC SaaS-Umgebung. Ich habe die Folie schon 2-3 Mal gezeigt, aber Sie haben die vielleicht also schon gesehen drauf. Ganz wichtig ist auf der linken Seite die hellblaue, da, die rundum, die man drauf sieht, das ist eigentlich der Kern, das ist die Basisversion. Da gibt es sogenannte Redpoint-Apps, sogenannte Erweiterungen, wie Branchenlösung früher. Es gibt Kunden-App, das ist kundenspezifische Anpassungen, Schnittstellen, Tools, die sie machen, die wir möchten für Kunden. Und es gibt sogenannte Dritt-App. Und mit dieser Folie möchte ich einfach sagen, dass die Entwicklungsumgebung sich richtig verändert hat. Das heisst, wir von Redpoint können hier im Kern nichts mehr anpassen. Wir können nur hier aussen, in diesem roten Kacheli oder hier im Kunden-App oder vielleicht den Drittpartner, der hier in ihren Bereichen anpassen. Und mit dieser Systemlandschaft, mit diesem Modell ermöglicht eigentlich, dass man den Kern eben alle halbe Jahr upgraden kann und man hier eigentlich sogenannte Extensions zu entwickeln drauf. Das ist so ein bisschen vereinfacht, einfach die neue Technologie. Und früher, bis und mit der Version NAV 2017 hat Redpoint immer dort direkt in dem blauen Innen entwickelt und auch Kundenanpassungen haben wir immer direkt im blauen Innen gemacht. Gut. Ich möchte noch schnell etwas zur History sagen, dafür ist unser Branchenfokus. Einfach wichtig auch, das sind die 4 Bereiche, wo Redpoint Branchen-Know-how, Erfahrung hat und wo auch rund 80-90% unserer Kunden eigentlich daheim ist. Wir haben sehr viele Kunden, die im Handel tätig sind, mit technischen Geräten. Wir haben viele im Projektgeschäft und Dienstleistung, Service und Unterhalt oder Fertigung und Produktion. Und diverse Kunden von uns, die selber etwas produzieren, über den Handel vertreiben und im Anschluss machen sie darauf vielleicht den Service noch dran. Und wir betreuen rund etwa 190 Kunden in diesen
vier Branchen. Ich würde gerne noch etwas sagen, wie man so auf die neue Technologie, wie hat sich Redpoint darauf vorbereitet, weil es ist wirklich einiges gegangen. Sie sehen es vielleicht rechts außen da, die Entwicklungssprache vor etwa 20 Jahren. Man sieht unten vielleicht, wie es Navision ausgesehen hat vor etwa 15 Jahren oder 20 Jahren. In der Mitte vielleicht so ein bisschen wie die neue Designersprache, Entwicklungssprache aussieht. Und ganz links außen, wie die neue Oberfläche aussieht, gegenüber rechts unten, wie die alte ausgesehen hat. Ich denke, Redpoint hat sich seit etwa über 3 Jahren eigentlich sehr stark beschäftigt mit der neuen Technologie. Wir haben uns eigentlich etwas ausgerichtet, orientiert, wie im Aufbau der Entwicklungssprache, die Leute ausgebildet, Projektmethodik etc. Und haben jetzt eigentlich auch Redpoint-Apps gemacht, damit wir eigentlich unsere Branchen, die wir früher kennen, wieder abdecken können. Also die 4 Branchen, die ich vorhin gezeigt habe, dass wir die mit sogenannten Redpoint-Apps wieder abdecken, wie wir das bisher gemacht haben. Und selbstverständlich auch der Migrationspfad, also die Überführung eigentlich vom NAV ins Business Central. Wenn wir schon gerade von Apps reden, vielleicht da einen kurzen Einblick. Das sind so der Stand von den aktuellen Apps, die eigentlich momentan da sind. Das ist noch nicht vollständig, es wird noch weitere geben in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren. Aber das sind eigentlich die Apps, die wir so quasi entwickelt haben, um die heutige Branchenlösung, wo Sie heute als Kunden eigentlich im NAV-Umfeld aktiv haben, im Einsatz haben. Und vielleicht auch die Frage, ja, warum braucht es denn überhaupt die Apps? Für was ist denn das überhaupt gut? Und ich denke, ich werde 3 Sachen dazu sagen. Ich denke, mit unseren Apps sparen Sie sicher auch Zeit oder Kosten im täglichen Arbeiten mit dem System. Es wird die Einführung erleichtern. Es ist komfortabler zum Arbeiten. Und ganz wichtig, all die Apps, das sind keine Individualentwicklung, nur für Sie als Kunde sind, sondern die sind eigentlich upgradefähig, sogenannte Extensions. Und das heisst, alle unsere Kunden können eigentlich quasi über alle die Versionen, die wir vorhin gesehen haben, im SaaS-Umfeld, die Apps quasi mitnehmen und weiterentwickeln drauf. Und es gibt ja, genau. Gut. Ich gehe noch weiter. Wir haben auf der Einladung, die wir geschickt haben, Ihnen zum Thema Lifecycle, haben wir so 6 Gründe drauf gehabt, warum soll ich überhaupt wechseln in die SaaS-Welt. Ich hätte hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich werde das noch ergänzen dazu. Was wir sicher auch sehen, dass man eigentlich immer auf der neuesten Version ist, weil man 2-mal im Jahr sogenannte Major Update hat. Dadurch, dass ich immer auf der neuesten Version bin, fällt auch quasi der grosse Upgrade auf ein Upgrade-Projekt fällt eigentlich weg, wo alle unsere Kunden so alle 4 bis 6 Jahre gemacht haben. Das heisst, auch die Kosten für das Projekt fällt weg, ihre Zeit fällt weg. Dann sicher auch in der Sicherheitsstandard im Bereich Serverraum muss ich schon auch sagen, dass natürlich ein Microsoft mit Azure einfach ganz andere Dimensionen hat in Bezug auf Security, auf Datenschutz, auf Backup, gegenüber vielleicht in KMU, wie Redpoint das ist, mit 30 Mitarbeitern. Und ich glaube auch, was man darf sagen, so in der Cloud-basierte ERP hat sich eigentlich recht auch etabliert. Ich glaube, es ist nicht nur Microsoft mit Business Central. Wenn man ein bisschen umschaut, gibt es eigentlich diverse auch andere Produkte, die in diese Richtung eigentlich entwickeln. Und ich denke, da sind wir sicher auf einem guten Weg für die Zukunft auch. Das Mietmodell ist vielleicht auch, sagen wir, ein bisschen alles skalierbar. Also ich kann sehr viele User lizenzieren, wie ich brauche. Ich kann auch wieder reduzieren von den User her selber. Und das System passt sich eigentlich, die Skalierung passt sich an. Also meine Kunden, die fangen an mit 5 User, sie können auf 10, auf 20 aufgehen. Sie müssen nicht zuerst einen neuen Server kaufen, sie müssen nicht zuerst Hardware ausbauen und so weiter. Es ist eigentlich Skalierbarkeit im KMU-Umfeld, wo glaube ich auch, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Gut, das wäre es so ein bisschen zu diesen 6 Gründen. Ich hätte noch etwas zum Migrationspfad. Wie komme ich denn überhaupt ins Cloud über? Auch da selber wichtig für Sie zu wissen, dass wir bei allen NAV-Vorversionen können wir eigentlich Daten und History und Stammdaten mit übernehmen. Das ist mal ganz wichtig. Das heisst, man macht eine volle Datenmigration. Weiter ist auch noch der Funktionsumfang von der heutigen Branchenlösung, die wir abdecken mit den Redpoint-Apps. Das ist einfach von dem her der Wechsel von der Technologie. Und natürlich auch die kundenspezifischen Erweiterungen, die wir quasi
sogenanntes Kunden-App übernehmen und übertragen, dass sie eigentlich die gewohnten Sachen eigentlich wieder haben, wie sie es besetzen können. Dann, wie komme ich überhaupt zum Upgrade? Was ist der Schritt? Wie wäre das Phasenmodell? Der erste Schritt wäre eine sogenannte Upgrade-Analyse, Upgrade-Konzept. Je nach Größe und wie viel dass sie vielleicht individuelle Anpassungen haben. Nachdem gibt es eigentlich ein Offerten und ein Konzept und entsprechend auch ein Projekt- und einen Ressourcenplan, wo sie wissen genau, wann wir das umsetzen. Wenn sie das quasi startet, fangen wir mit der Umsetzung an. Dann der Go-Live selber, der Betrieb und Unterhalt und im Anschluss dann eigentlich eine zweite Etappe oder einfach auch einen weiteren Ausbau von Ihrem heutigen System. Gut. Da vielleicht die letzte, dann wäre ich an meinem Teil schon durch. Das wäre noch so ein bisschen Phasen nutzen. Ich denke, wenn man schon ein Upgrade macht, wenn man in die SaaS-Welt geht, dann eigentlich immer bei einem Upgrade, bietet sich einfach auch an, dass man eigentlich den Schritt nach, also ja, das Unternehmen Schritt nach vorne bringt, dass man neue Funktionen nutzt. Vielleicht auch das Thema Digitalisierung. In den letzten 3-4 Jahren sehr viele Anfragen gehabt, sehr viel auch gemacht für unsere Kunden. Und dann schaut, was kann man verbessern, Gutes beibehalten, quasi Neues nutzen und das Schlechte, was man nicht mehr braucht, quasi lassen wir sein, das würde man quasi nicht übernehmen, ins Neue über. Und ich denke, ja, das ist wirklich ein riesen Vorteil, wenn man das so macht. Dann das Projekt in Phasen aufteilen. Wir haben jetzt ein paar Mal Kunden gehabt, die sagen, ja, ich möchte noch den Webshop, ich möchte noch das, ich möchte noch dieses haben, dass man sagt, okay, wir machen dann mal zuerst das Upgrade-Projekt, dass man auf der neuesten Oberfläche, neueste Technologie ist und in einem Anschluss, Phase 2, Phase 3, macht man dann quasi ein EDI, macht man einen Webshop, macht man vielleicht ein Power BI und so weiter. Und der letzte Punkt, so ein bisschen Freiraum für Projektressourcen schaffen, das ist einfach wichtig auch für das Projekt, lohnt es sich noch einmal zu bedenken, ja, wie machen wir das Projekt? Und dass sie dann auch die entsprechenden Leute den Freiraum bekommen, da quasi mitschaffen. Gut, das wäre so mein Teil zum Thema Lifecycle und Upgrade, wie man auf die neueste Version kommt. Jetzt dürfte ich Martin übergeben zu dem nächsten Thema aus Erfahrungen aus dem PC-Upgrade-Projekt. Merci, Stefan. Grüezi allen auch noch von meiner Seite. Es freut mich, dass ich hier von den ersten Erfahrungen von unseren Upgrade- oder PC-Projekten etwas darf erzählen darf. Bei der ersten Folie, Stefan, bitte. Gut, merci. Wir haben bisher über 30 Kundenprojekte dürfen umsetzen. Wo auf PC SaaS laufen. Das sind neue Führungen, aber auch Upgrade-Projekte. Das hat eigentlich sehr gut geklappt bisher und die Akzeptanz der Kunden ist eigentlich sehr gross und vom PC die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Dann haben wir vorher gehört, bisher haben wir im Standardcode innen amix unsere kundenspezifischen Erweiterungen gemacht. Das ist eine Aufgabe, wie wir gehört haben, die eigentlich aus dem Standardcode rauszunehmen und in sogenannte Kunden-App zu überführen. Da darf man jetzt auch sagen, die ersten Erfahrungen haben gezeigt, wir haben das eigentlich jetzt immer geschafft, die bestehenden Kundenerweiterungen in die neue Welt zu überführen, in die Kunden-App zu überführen. Zum Teil kleine Anpassungen, aber wir haben eigentlich die Funktionalität, die wir vorher hatten, nie verloren. Und wir haben eigentlich das können wieder, die gebrauchten kundenspezifischen Erweiterungen können übernehmen in die neue Welt, in die sogenannte Kunden-App hinein. Dann natürlich mit der PC-SaaS-Welt ist natürlich die ganze Umsysteme viel näher zusammengerückt. Also, die Standardintegration von der sogenannten Power-Plattform, Microsoft Power-Plattform, wo Power BI drunter ist, wo Power Apps unter anderem drunter sind, ist viel näher und man hat schon diverse Funktionalitäten zur Verfügung, wo einfach out of the box funktionieren und man muss nicht noch Schnittstellen programmieren, um das können nutzen. Ebenfalls ein grosses Thema ist auch die Microsoft Teams Integration, wo die Microsoft extrem
Power 3 Lite und wo auch schon eine ziemlich gute Integration vorhanden ist. Aber gemäß Aussicht wird sie nicht noch weiter extrem investieren, um das noch mehr miteinander zu verknüpfen, Microsoft Teams mit dem Business Central. Ebenfalls die ganze Office-Landschaft ist noch näher zusammengerückt mit dem Business Central. Ein Punkt ist zum Beispiel das ganze Excel bearbeiten. Also ich kann jetzt aus dem Business Central raus zum Beispiel eine Debitorliste ins Excel rausnehmen, dort bearbeiten und mit einem Knöpfchen das wieder zurückschreiben. Und da habe ich meine Daten aktualisiert. Also ein ganzer Export bearbeiten und wieder importieren entfällt, sondern es ist eigentlich wie, kann man wählen in Excel bearbeiten, man tut die Datensätze bearbeiten und dann speichern und dann ist es eigentlich zurückgeschrieben. Also die ganze Lag durch Excel oder die Excel-Integration ist noch viel näher zusammengerückt. Ebenfalls das Outlook, da sieht man jetzt, wenn man das Bild, das rechte Bild anschaut, wenn man das Mail verschickt, eine Offerte verschickt via Mail, dann wird das Mail eigentlich gerade direkt im Business Central innen verschickt. Aber das gesendete Mail sehe ich dann nur im Business Central innen, dass ich das geschickt habe, sondern auch im normalen Outlook-Postfach innen habe ich das weiterhin zur Verfügung. Also es wird automatisch synchronisiert und ich sehe das wirklich gut. Es ist wirklich extrem viel besser integriert, als das in den früheren AV-Versionen eigentlich war. Dann auch die ganzen Add-ons, die wir hatten, oder wo wir haben, zum Beispiel ein Swiss Salary, ein Document Capture, ein Mobile Nav. Wenn es hier um Aktualisierungen geht, um neue Versionen, ist das bisher immer ein Aufwand gewesen, die neuesten Objekte im Prinzip wieder reinzutun, zu aktualisieren. Und jetzt ist es natürlich viel einfacher. Jetzt ist es eigentlich 3 Klicks und dann ist man auf der neuesten Swiss Salary Version drauf, ohne grossen Aufwand. Neben dem haben wir natürlich den ganze Marketplace mit den diversen Fremd-Apps zur Verfügung. Also man kann sich vorstellen, wie auf dem Telefon ein App-Store, wo man eigentlich zur Verfügung hat, wo man auch mal in einer Testdatenbank vielleicht so eine Fremd-App kann mal abladen, ausprobieren, was die kann. Und dann kann entscheiden, ob das jetzt vielleicht auch etwas ist, wo man gerade einsetzen kann. Der App Store oder der Marketplace von Microsoft, von Business Central, hat unterdessen auch am meisten Apps drin von der ganzen Microsoft Marketplace Umgebung. Also Business Central ist hier eigentlich der Führer von diesen Apps. Dann der ganze Upgrade-Prozess. Wir tun ja eigentlich unsere Projekte immer anhand von unserer bewährten Repo- und Projektmethodik ausführen. Und da haben wir jetzt auch Tools entwickelt, um möglichst schnell auch beim Live-Start das Tempo zu erhöhen. In dem, dass man weniger Doppelspurigkeiten muss machen, in dem, dass man den Einrichtungsaufwand nur einmal hat. Um das möglichst effizient handhaben. Und da zwei Beispiele davon ist zum Beispiel in der Testphase tut man zum Teil vielleicht neue Sachen einrichten in der sogenannten Testumgebung oder wie das neu heisst, Sandbox. Und da haben wir Tools entwickelt, dass wir im Produktivstart nicht das Gleiche noch einmal in der produktiven Datenbank müssen noch einmal gleich erfassen das Gleiche noch einmal machen, sondern wir können eigentlich die Einrichtungsdaten, die wir definiert haben, dann von der Testumgebung ins Produktive übernehmen. Ebenfalls Vorerfassung von den Benutzer. In der Testphase ist vielleicht ein kleiner Teil grundsätzlich User lizenziert oder haben Zugriff auf die Testumgebung, das hat mit Lizenzkosten zu tun. Aber wenn ich jetzt eine größere Firma bin, die jetzt vielleicht 20, 30 oder noch mehr User hat, möchte ich ja jetzt nicht im Produktivstart dann noch alle User müssen erfassen und Zugriffsberechtigungen zuweisen, sondern
das haben wir jetzt gemacht, dass man das eigentlich vorher kann erfassen mit dem Zugriffsrecht und dann mit einem Klick die entsprechenden Einrichtungen wieder übernehmen ins Produktive und dann ist man natürlich relativ schnell mit allen User bereit, um dann im produktiven Umgebung können, zu arbeiten. Das sind so zwei Beispiele, die wir jetzt als Unterstützung haben, um möglichst effizient zu sein, auch bei der Umstellungsphase, also beim Live-Start auf Business Central. Dann ein wichtiges Thema ist, Business Central läuft jetzt eigentlich unter dem Dach von der Office 365 Welt und der Office 365 Architektur. Da ist einfach wichtig, es betrifft vor allem so Kunden, die bisher mit mehreren Mandanten geschafft haben, also mit verschiedenen Firmen, wie die Office 365 Cloud-Architektur aufgebaut wird. Je nachdem, wie die aufgebaut ist, wird, kann die Schlussfolgerung sein, oder, dass man unterschiedliche Business Central Datenbanken muss aufsetzen muss. Ich werde aber nicht ins Detail gehen. Mein Hinweis ist einfach, wenn Sie jetzt dran sind, vielleicht gerade mit der Office 365 Architektur aufzubauen, tun Sie doch mit uns Rücksprache nehmen, damit wir Sie auch, wenn das Upgrade von Business Central von Office noch nicht ansteht, dass man kann das richtig aufgleisen, damit Sie wissen, was das heisst für Sie, wenn Sie dann mal auf Business Central gehen, wie die Office 365 Cloud Architektur könnte aussehen oder was jetzt eben das eine oder andere bedeutet. Betrifft wirklich einfach sättige Firmen mit unterschiedlichen Mandanten, also unterschiedliche Mandanten, die jetzt im Nachhinein geführt worden sind. Dann generell bei den Upgrades bisher es gibt ein gewisses Zeitfenster, das man braucht, bis man den Upgrade gefahren hat. Jetzt in der BCSaaS-Welt kommt natürlich dazu, dass man die Daten natürlich in die Cloud muss aufladen muss. Und das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Da haben die ersten Erfahrungen eigentlich gezeigt, dass der Upload in die Cloud ist sehr stabil. Also das läuft sehr stabil. Also da haben wir jetzt noch nie irgendwelche Abbrüche gehabt von Daten, die wir wieder haben müssen vorher ausführen. Es ist auch so, dass die Dauer vom Update ist auch von der Testmigration, vom Test-Upload, da ist sicher nicht langsamer als bei der produktiven Upload. Also da haben wir wirklich auch, wenn wir eine Testmigration machen, den verlässlichen Wert, was das heisst, was jetzt nur die Dauer ist vom Upload von dieser Datenbank. Es kommt natürlich auf die Größe der Datenbank und diverse andere Sachen darauf an, wie effektiv das dauert, aber wichtig ist vor allem, dass Stabilität sehr gut ist für den Upload. Dann hat sich auch gezeigt, dass sich die User, die bisher, aber auch neue User, sich sehr schnell mit der neue Webclient oder wie Microsoft sagt, Modern Client Oberfläche zurechtfindet. Da sieht man das Beispiel, links ist NAV 2017, rechts ist Business Central Version 20. Ich habe vorher noch froh gesehen, welche Version es aktuell ist. Aktuell ist jetzt Version 20 aktuell, wo im April rausgekommen ist. Das wären eigentlich meine Punkte zu den Erfahrungen. Würde ich jetzt wieder gerne zum Stefan zurückgeben. Danke vielmals, Martin, tipptopp. Ja, da, somit wären wir eigentlich am Schluss für unserem Webinar. Ich hoffe, dass wir Ihnen zum Thema Lifecycle mit NAV 2013, 15, 17 so ein bisschen die History, den Ausblick und die Wege und Möglichkeiten auf die nächste Generation können aufzeigen können.